Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Executioner, dem DLC von The Evil Within. Wir sind zurück und lesen hier die letzte Direktive, Mobius Direktive 7, die nächste Phase. Wir empfangen keine anormalen Werte der Ruvik-Entität mehr, jedoch ist die Kontrolle des Stem über ihre Tochter weiter vorangeschritten. Da Ruvik als mögliche Ursache nicht mehr in Frage kommt, weist alles darauf hin, dass das einzige verbleibende Testsubjekt im Stem die Ursache ist. Das letzte Testsubjekt sind Sie. Hatten Sie direkten Kontakt mit Ihrer Tochter? Ergänzende Informationen übertragen Dateien über ihre Tochter, aber ihr Aufenthaltsort im Keller des Anwesens kann nicht genau bestimmt werden. Oh. Oh, fuck. Bitte sag... Die Werkzeuge des Meisters, Trophäe. Okay. Zwölf, vier. Sind die ganzen Räume nochmal? Okay, ich schau mal. Das ist der Mörder, okay. So sieht er in Wirklichkeit aus, der Sadist. Alter. Und das ist. Oh. Hallo? Das ist Joseph schon tot. Oh, deshalb. Okay. Dann hier. Das ist einer der Zwillinge. Alter, der ist ganz schön alt. Und doch gar nicht so gigantisch. Zwar recht groß, aber nicht gigantisch. Oh, geil. Ich habe mich ein bisschen zurechtgerückt. Und hier? Das ist der andere Typ, der Soldat. Kann ich da rein? Nein, ich kann nur immer reinschauen. Und das hier? Ist das Augenvieh? Ist auch einfach eine Person. Wahrscheinlich so... der Psychiatriepatient, genau. Okay. Ich merke jetzt erst, schaut's mal da rechts oben, links oben auf die Gesundheit. Da ist links ein großes Stück, dann ist oben so ein kleiner weißer Schnitt und dann sind nochmal drei angestückelt. Das sind die Gesundheitsupgrades. Und was ist das hier? Tagebuch der Tochter 13. Wo ist der Doktor hin? Alle sind fort. Das hier. Sind nicht wir. Hier ist keiner. Und doch sind es wahrscheinlich wir, der Tresorkopftyp. Ja. Okay, nochmal ein Speicherpunkt und vielleicht noch eine Möglichkeit zum Farmen. Aber Farmen und irgendwie Punkte brauchen wir momentan nicht. So, den ersten kann ich wegtun. Puh. Letzter Kampf gegen uns selbst? Das ergibt in meinen Augen jetzt nicht gerade viel Sinn. Vielleicht wird es gleich mehr Sinn machen, aber... Tagebuch der Tochter 14. Verdammt neugierig, Trophäe, weil wir alles gefunden haben. Geil. Also haben wir das eine doch nicht verpasst. Etwas kommt näher. Ich spüre es. Ich glaube, es ist vorbei. Es tut mir leid, Vater. Ich weiß, du hast es versucht. Ja. Ja, hier ist nochmal Farmmöglichkeit, aber machen wir nicht. Es geht rein zum Kampf mit uns selbst. Okay. Okay.
Okay. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich dachte, jetzt ist hinter der Tür gleich der Kampf, aber vielleicht müssen wir auch erst die Tür finden. Folge deiner Tochter. Oh. Gut. Da hinten ist sie. Und das ist nicht ein Geist. Eine dunkle Version von uns. Jetzt ernsthaft? So klischee-mäßig fast? CB205, das sind wir. Kein Speicherpunkt mehr. Nichts. Nur ein Tresor in einer Ecke. Noch ein paar aufgebrochene in anderen. Ja. Mobius-Direktive 8 und damit wahrscheinlich wirklich die letzte. Selbstvernichtung. Basierend auf den neuesten Erkenntnissen wird dies der letzte Test sein. Ein einzelnes Subjekt hat den Einfluss jedes Subjekts im Augenblick seines Todes an sich gerissen. Es ist unklar, ob es sich dabei um einen Aspekt ihrer psychischen Gestalt im Stem handelt oder um eine elterliche Beziehung zu dem Mädchen. Das Subjekt, das sie besiegen müssen, sind sie selbst. Wenn sie wenigstens einen Teil der Erinnerung ihrer Tochter retten und sie aus dem Stem befreien wollen, müssen sie ihre eigene Verbindung trennen. Eliminiere den schwarzen Wächter. Uns selbst also. Hey, das ist der Raum, in dem wir auch angefangen. Hier haben wir doch den normalen Keeper im Hauptspiel besiegt, oder? Schaut ein bisschen anders aus, zugegeben. Oh, Fallen verwenden. Okay. Da ist auch eine. Blöd ist es, dass es hier auf der Seite ist. Aber hier nicht. Oh. Shit, okay, hehe, Idee. Komm her. Oh. Und ich weiß nicht, wie schnell das geht. Komm, schneller. Wow, one shot. Das kann jetzt nett gewesen sein, oder? Oh, das sind wir. Oh, Selbstvernichtung, ja klar. Hinter uns ist er, vor uns. Wenn er vor uns ist, ist er gefickt. Hä? Nein, er ist da. Scheiße. Egal, wenn er einmal da drinnen ist, dann ist er kurz gestuckt und dann werde ich ihn töten. Ja. Schnell, stirb. Ja. Ja. Oh nein, er ist aufgebrochen sogar. Aber er ist immer noch nicht tot. Wir sind immer noch nicht tot. Oh Gott, das tut jetzt weh. Okay, wo kommt er jetzt? Oh, das ist direkt hinter uns.
Nein! Nein, 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 renn. Renn, das ist sicher nicht nett. Holy. Oh nein. Nein, 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 nein. Okay, ich versuche irgendwie jetzt irgendwo hinzukommen. Da ist er. Oh nein, 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 nein. Bitte sage ich, nein, ich habe keines mehr davon. Oh nee. Oh, Raketenwerfer. Wo ist er? Okay, das bringt nicht allzu viel. Okay, das hat gar nichts gebracht irgendwie. Wobei doch, das hat auch noch ein bisschen Schaden gemacht. Molotow? Magst du einen Molotow? Oh ja. Ich glaube, ich muss ihn aber... Oh! Oh, jetzt! One-on-one! Hä? Oh, vernichte den Tresor, stand da gerade noch. Nein. Schade. Gut. Bitte sage, ich habe da jetzt kein Zeitlimit. Weil ich verscheiß da gerade irgendwie ein bisschen. So, stirb. Nein. Wir sind down. Abschließender Forschungsbericht. Erfolgreiches Verlassen des STEM. Den Missionsdirektiven folgend hat das Vatersubjekt alle Testsubjekte bis auf das Mädchen eliminiert und dadurch die Erinnerung des Mädchens wiederhergestellt. Es war somit das einzige im STEM verbleibende Lebewesen, wodurch es ihm möglich war, sein Bewusstsein zurückzuerlangen und den STEM zu verlassen. Im Fall Ruvik ist die vorherrschende Theorie, dass er den STEM durch Eindringen in den Körper des Subjektwesens Withers verlassen hat. Die Ergebnisse dieses Experiments bedeuten einen großen Fortschritt für das Verständnis der Dynamik des STEM. Für die Zukunft empfehlen wir, das Mädchen in unsere Obhut zu belassen, damit die Integrität ihrer Erinnerungen bestimmt werden kann. Der Tod ihres Vaters im STEM wurde bestätigt, obgleich der Hirntod des Subjekts nicht eingetreten ist. Damit ist Fall 82347-BX abgeschlossen. Ein vollständiger Bericht wird folgen. Und? Das war der Executioner. Geiles DLC, nicht allzu lang, aber ich meine dafür, dass ich es durch das Bundle geschenkt bekommen habe, gar nicht so schlecht. Für 5 Euro würde ich es mir jetzt vielleicht nicht wirklich holen.
Die Story-DLC ist für 9 Euro schon, aber das für 5 Euro. Keine Ahnung, es war cool, es war aber hauptsächlich Gore. Es war ein bisschen Story noch und... Es, sind wir mal ehrlich, es waren fast nur schon vorhandene Räume und alles. Bis auf den letzten Kampfraum, der war noch ein bisschen anders als der originale Wächter-Bossraum. Aber an sich, ich fand es ein cooles DLC. Vielleicht ein bisschen, der Abschluss von der Konsequenz wäre für The Evil Within vielleicht ein bisschen geiler gewesen mit den Cliffhangern und so. Aber gut, es soll ja angeblich, korrigiert mich, falls ich falsch bin, aber ich glaube, ich liege da richtig, es soll ein Evil Within 2 in der Mache sein. Ich bin mir nicht sicher, worum es da gehen wird, wahrscheinlich, oder vielleicht doch, ich weiß nicht, wird es auch um Sebastian gehen. Und vor allen Dingen bin ich mir ziemlich sicher um Ruvik. Und den Abspann lasse ich wie immer noch ablaufen. Und ich würde aber mich schon mal verabschieden und sage bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt, das wird Five Nights at Freddy's sein. Und bis dahin sage ich, tschüss Leute.